Es gibt Momente im Leben, in denen die größte Realität in den irrealsten, gefährlichsten Situationen zu finden ist. Um überhaupt leben zu können, muss man offenbar gefährlich leben. Das gesamte Ensemble hat seine gepackten Koffer hinter der Bühne deponiert und die Leute hören Radio, während die Inszenierung läuft. Und sie haben alle große Angst, dass sie das Theater jeden Moment evakuieren und sie sofort untertauchen müssen. Einstein hat sich nirgendwo so gut gefühlt wie hier in Caputh. Schreibt ihr in tausenden von Briefen, wie schön das hier ist, im Paradies. So kocht man in Wien. Ein 500 Seiten dicker Wälzer. Sie kann es kaum glauben. Das Buch wird immer noch verlegt. Alice fährt mit den Fingern über den Einband, über den Titel »So kocht man in Wien« von... Moment mal, was... Wer zum Teufel ist Rudolf Rösch? Willkommen bei Exil, einem Podcast des New Yorker Leo Baeck Instituts. Ich bin Iris Berben. Wenn einem alles genommen wird, was dann? Aus den Archiven des Leo Baeck Instituts bislang nie gehörte Geschichten jüdischer Frauen und Männer im Schatten des Faschismus. Der Podcast Exil ist eine Kooperation des New Yorker Leo Baeck Instituts und der Bundeszentrale für politische Bildung, produziert von Antica Productions. This is paraphernalia that literature, Nazi literature that Florence Nunheim collected when she go to these Nazi meetings. This is just the oversized. Just how many boxes oversized. Of material total did Florence Nunheim collect? 1820, something like that. 20 boxes. That's a lot of material. That's a lot of material.